Brüche vergleichen. Wir kommen zur letzten Übung, nämlich Übung 6 zu dieser Problematik. Wir haben zwei Brüche gegeben, die haben beide unterschiedliche Nenner und wir wollen wissen, welcher von beiden ist größer. Das geht bei Brüchen nur dann, wenn diese Brüche gleichnamig sind. Das heißt, wenn sie den gleichen Nenner haben. Denn dann kann man über den Zähler sagen, hey, der eine Zähler ist größer als der andere, also ist der ganze Bruch größer als der andere. Aber eben nur dann, wenn beide Brüche gleichnamig sind. Und da würde man jetzt im ersten Schritt erstmal, um die Zahlen ein bisschen kleiner zu bekommen, wenn es denn geht, die Brüche kürzen. Der erste Bruch, den kann man kürzen, indem man Zähler und Nenner durch zwei teilt. Das ist nämlich hier der gleiche Teiler. Mehr Teiler gibt es aber auch nicht. Das heißt, hier ist schon Schluss. 143, 180stel. Beide Zahlen haben keinen weiteren Teiler. Und 79, 100viertel ist man auch sofort fertig. Die beiden haben auch keinen Teiler. Das heißt also, man hat hier mit relativ großen Zahlen zu kämpfen. 180 und 104. Im zweiten Schritt müsste man jetzt also gucken, was ist das kleinste gemeinsame Vielfache dieser beiden Zahlen. Denn das kleinste gemeinsame Vielfache ist dann auch der Nenner, den wir haben wollen. Das heißt, wir suchen eine Zahl, die größer ist als die beiden und trotzdem die beiden als Teiler hat, aber trotzdem kleinstmöglich ist, also das kleinste gemeinsame Vielfache. Jetzt könnte man die größere Zahl hier, die 180, nehmen und immer die Vielfachen bilden und gucken, ob die 104 da reinpasst. 180, da passt sie nicht rein, 360, da passt sie nicht rein und so weiter, aber da ist man lange mit beschäftigt, also bietet es sich hier an, das Primfaktorverfahren anzuwenden. Man notiert sich die Zahlen als Primfaktordarstellung. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Also sagt man, 180 ist eine gerade Zahl, also erstmal durch 2 teilen, bleibt 90, kann man nochmal durch 2 teilen, bleibt 45, kann man durch 5 teilen, bleibt 9, kann man durch 3 teilen, bleibt 3, fertig. So, und dann fasst man das Ganze hier als Potenzen zusammen. Das ist wichtig, dass man das macht. Das darf man nicht überspringen, diesen Schritt. Die 2 tauchen zweimal auf, also 2 hoch 2. Die 5 taucht einmal auf, also 5 hoch 1. Und die 3 tauchen zweimal auf, also 3 hoch 2. Bei der 104 haben wir 2, 2, 2. Also 3 mal die 2 mit sich selber multipliziert, ist die Potenz 2 hoch 3. Die 2 steht in der Basis und die 3 als Exponent. Und die 13 taucht einmal auf, also 13 hoch 1. Jetzt guckt man, wie viele unterschiedliche Primfaktoren hat man denn hier eigentlich am Ende. Wir haben die 2, die 3, die 5 und die 13. Die 2 taucht zweimal auf, da nimmt man den Primfaktor mit dem höchsten Exponenten. Das ist in diesem Fall 2 hoch 3. So, bei den anderen brauche ich nicht weiter gucken, weil die tauchen eh nur einmal auf, also nehme ich die alle einmal, so wie sie da stehen, nämlich die 3 hoch 2, die 5 hoch 1 und die 13 hoch 1. Jetzt bilde ich aus diesen Werten, also aus den Primfaktoren hier mit den höchsten Potenzen, nur die hier wird gestrichen, aus allen anderen bilde ich eine Potenz, bilde ich ein Produkt. So, und dieses Produkt, das heißt die Multiplikation dieser Einzelwerte, die führt mich dazu, 8 mal 9 mal 5 mal 13 sind 4680. Das ist eine relativ hohe Zahl, die wir hier haben, aber bei diesen schon großen Werten, für die ich das KGV gesucht habe, kein Wunder. Jetzt übertrage ich das einmal. Ich weiß, 4680 ist also der gleiche Nenner, den ich bei beiden Brüchen brauche. Das sind meine Ausgangsbrüche, den ich eben gerade schon gestartet bin. Und ich muss mich jetzt fragen, womit muss ich 180 multiplizieren, um auf 4680 zu kommen? Und diesen Faktor dann auch im Zähler ansetzen, weil das ist erweitern. Die 104, mit was muss ich die multiplizieren, um auf 4680 zu kommen? Das muss ich dann machen und das auch im Zähler tun, denn das ist das Erweitern, Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl zu multiplizieren. Ich muss 180 mit 26 multiplizieren, um hier im ersten Bruch die 4680 als Nenner zu erzeugen. Wenn ich das hier mit dem Nenner mache, muss ich es auch mit dem Zähler machen. Dann kommt das hier raus. Bei dem zweiten Bruch muss ich die 104 mit 45 multiplizieren, um auf 4680 zu kommen. Also muss ich das auch im Zähler machen und komme dann auf diesen Wert. Jetzt könntest du sagen, hey, das muss ich ja alles schriftlich als Nebenrechnung machen. Warum kann ich da nicht einmal einen Taschenrechner nehmen? Ich finde das nicht schlimm, wenn man hier einen Taschenrechner nimmt. Es geht hier aber einfach mal ums Prinzip, um zu sehen, wie würde man das tun. In der Realität würde man natürlich den Taschenrechner nehmen oder man muss eben hier viele Produkte als Nebenrechnungen auf Schmierpapier machen. So, jetzt hat man hier aber bei diesen beiden Brüchen denselben Nenner und kann sagen, hey, welcher Zähler ist größer? Das ist hier von dem ersten Bruch nicht viel, aber er ist ein bisschen größer. Und deswegen können wir sagen, der erste Bruch oder auch eher oben dieser hier, der noch kleinere Werte hat, der hier ist ja erweitert, der ist größer als der andere. So, jetzt kann man das aufschreiben, wie man möchte. Entweder der zweite hier ist kleiner als der erste oder eben der erste,
Der erste ist größer als der zweite oder, so wie es hier gemacht wurde, in der etwas gekürzten Version, dieser zweite hier ist kleiner als dieser erste hier.